Mit Sangerhausen war am Samstag ein ehemaliger Oberligist zu Gast im Schillerpark. In dieser Saison geht es für den VfB darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Nach 3 Niederlagen zum Rückrundenauftakt gewann der Tabellen-14. bei Preußen Magdeburg und ließ damit aufhorchen. Die Dessauer seit 7 Spielen ungeschlagen. Am letzten Wochenende gab es die ersten Gegentore 2015. Trotzdem reichte es zum Punktgewinn. Allerdings wurde der teuer bezahlt. Kapitän Kaluza verletzte sich am Kopf und musste am Samstag sicherheitshalber pausieren. 8 Minuten dauerte es, bis Kaluza den ersten Angriff seiner Jungs sah, einen langen hohen Ball bekam, Trautmann nicht unter Kontrolle. Gerstmann bedankte sich, fackelte nicht lange und verpasste das Tor um Zentimeter. Nur wenige Minuten später war es Julian Bittner, der mit ähnlichem Konzept an Christoph Schwab scheiterte. Auch die Standardsituationen sorgten immer wieder für Gefahr. Hier fälschte Jan Benes ab und hätte beinahe für die Dessauer Führung gesorgt. Überhaupt sahen die fast 160 Zuschauer im Dessauer Schillerpark nur eine Mannschaft im Angriff. Nach einer guten halben Stunde Sangerhausen mit dem ersten Schuss aufs Tor. Doch damit hatte Prozewski keine Probleme. Danach hätte Benes den bisherigen Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt. Doch sein Kopfball prallt nur ans Aluminium. Den Nachschuss hält Dessaus Schlussmann sicher. Und plötzlich waren sie da, die Gäste, deren Abstand zu den Abstiegsplätzen nur 8 Punkte bei einem Spiel Vorsprung beträgt. Knopp schickt Schäffner, Heisig geht mit dem Körper zum Mann, der VfB hätte hier gern einen Pfiff gehört. Schiedsrichterin Melanie Göbel aus Halle ließ weiterspielen. Nach 40 Minuten legte sich Bittner den Ball zurecht. 4 Schritte und einen Schuss später klingelte es im Gästekasten, da war sie, die Führung für die Hausherren. Christoph Schwab sah bei diesem Freistoß nicht sonderlich gut aus, allerdings passte zwischen Ball und Pfosten höchstens das viel zitierte Blatt Papier. Die 05er wollten unbedingt noch vor der Pause nachlegen, doch zunächst verpasste der Torschütze ganz knapp. Danach war es Martin Sitte, der die Vorlage von Gerstmann nicht in ein weiteres Tor verwandeln konnte. Den Ärger über diese verpasste Gelegenheit nahm der Dessauer mit in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang klebte Sitte das Pech am Fuß. Erst verfehlte er den Pass von Nichols. Danach das Tor deutlich. Dessaus Nummer 7 machte seinem Ärger verständlicherweise Luft. Ansonsten gehörte der zweite Durchgang den Gästen. Sangerhausen jetzt öfter im Gästestrafraum. Doch erst verzog Knopp. Kurz darauf, wieder nach einer Ecke, bekam Schäffner nicht genug Druck auf die Kugel. Dessaus Trainer Jeckel reagierte, brachte Frank Wallach für den Torschützen. Zur Halbzeit war bereits Sascha Zacke gekommen. Doch die Hausherren nur noch selten in der Vorwärtsbewegung. Hier nach 72 Minuten mal mit Philipp Kupka und Frank Wallach. Er spielt zurück auf Kevin Gerstmann, doch dessen Schuss wird geblockt von Dolata und landet dann bei Trautmann, der die Situation klärt. Ansonsten immer wieder Sangerhausen. Doch so sehr sich die Gäste auch mühten, richtig gefährlich wurde es nie. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hielt es dann auch Christoph Schwab nicht mehr im Kasten. Es war die letzte Chance der Gäste auf den Ausgleich und damit auf den Punktgewinn. Doch Prozewski pflückt den Ball und dann war Schluss im Schillerpark. Der SV Dessau 05 baut seine Serie weiter aus und ist jetzt im 8. Spiel hintereinander ungeschlagen. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier im Schillerpark. Ja, ihr habt euch heute sicherlich mehr vorgenommen, oder? Ja, wir haben uns mehr vorgenommen. Wir wollten ja nicht herfahren, um zu verlieren. Ja. Punkt wollten wir mitnehmen, haben wir zweite Halbzeit, denke ich, auch alles für gegeben. Hat nicht gereicht, vielleicht ein bisschen weniger Glück gehabt. Glückwunsch an den Gastgeber, haben sie natürlich stark verteidigt. Eine Chance eiskalt ausgenutzt, erste Halbzeit, verlierst du 1-0. Ja, war es ein guter Freistoß oder war es eine schwache Torwartleistung? Einigen wir uns auf guter Freistoß. Ist auch für den jungen Spieler auch mal aufbauen. Ja. Für mich persönlich ein absolut glücklicher Sieg, wenn man die Dinger in der ersten Halbzeit von Sangerhausen sieht, wo auch noch ein Pfostenschuss dabei war. In der zweiten Halbzeit haben wir komplett das Fußballspielen eingestellt, absolut. Und das war, ich habe meine Mannschaft nicht wiedererkannt, und, muss ich mal ehrlich sagen, zu den letzten Wochen war das ein kleiner Rückschritt, aber wahrscheinlich ist das nun mal so im Fußball. Die braucht ein bisschen Zeit für die Entwicklung, meine Truppe, und muss man auch ihr mal zugestehen, der Mannschaft. Ne? Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.